Aus Menschen bei Maischberger, Stefan Raab, zuletzt aus Sat.1 Brit, kennt man ihn, den berühmtesten Aussteiger Deutschlands, Diplom-Theologe Jürgen Wagner, Öff oder Öffi genannt. Und viele mögen sich gefragt haben, in die Presse in letzter Zeit nannte ihn einen Querdenker und Verschwörungstheoretiker. Und die Frage ist, warum ich als Assistent vom Weltrat mit so jemandem überhaupt so jahrelang überhaupt an Konferenzen teilgenommen habe, teilweise auch noch an Konferenzen, zu denen er einlädt. Der Grund war ganz einfach, dass in einem Punkt, einem einzigen Punkt dieser Waldschrat, wie ihn die Presse nennt, sozusagen, obwohl er ja längst nicht im Wald lebt, sondern im komfortablen Haus und Wohnmobil sich bewegt und so weiter. Dieser Waldschrat sozusagen hat an einem Punkt die Weltspritze berührt, nämlich, und da war er in einem Punkt mit dem Weltrat ähnlich oder vergleichbar, nämlich, dass er letztendlich erkannt hat, dass wir Menschen im Sinne der Popper Talks, Professor Sir Karl Popper Talks, alle Argumente anhören müssen, in einen Prozess gehen müssen, wo die Argumente sich gegenseitig mitgeteilt werden und mögliche Irrtümer, parasitäre Meme, vorteilbringende Irrtümer und so weiter, Sie können ja bei uns an unserer Universität studieren, also unsere Homepage nextscientistsforfuture.de, da haben Sie den Zugang zu unserem Gesamtstudium, auch die Einladung dazu, uns zu sagen, wo Sie denken, dass wir uns irren. Und eben nur dadurch, dass wir alle Argumente hören, zum Beispiel auch diesen ganzen rechten Unfug, der in Deutschland wieder größer wird, ja, den werden wir doch nicht los, indem wir ihn versuchen, totzuschweigen und zu ignorieren, sondern den werden wir doch nur los, indem wir mit Argumenten aufzeigen, welche Zentralirrtümer in solchen Fantasien drinstecken. Das heißt also, dass man mit den, auch mit Leuten, die Irrtümer im Kopf haben, wie dieser Diplom-Theologe, dieser Waldschrat, ja, dann muss man doch reden. Und das hat er erkannt, dass nur über dieses kontinuierliche, sich gegenseitig die Argumente, die Gegenargumente nennen und dadurch versuchen, irgendwie Stück für Stück eventuell eine Einsicht und eine Änderung zu erzeugen. Das war der Grund, warum ich natürlich dann teilgenommen habe, weil eben das unsere Idee auch des offenen wissenschaftlichen Austausches entspricht. Das Problem war natürlich immer nur Schluck Wasser. Dass bei ihm natürlich nichts zu ändern ist, weil er wie ein Sektenmitglied, ein Zeugen Jehovas, völlig resistent gegen wissenschaftliche Erkenntnisse ist mit seinem kruden Weltbild. Aber jetzt lese ich mal vor. Anlass dafür, nicht mehr an seinen Einladungen teilzunehmen, war der Grund, weil sich herausstellte, dass er gegenüber ihm anvertrauten Menschen keinerlei Verantwortung übernimmt. Also wissen Sie, wenn Sie bei uns in die Talks kommen, in die Popper Talks oder in die Plena und Foren, dann weiß ich zum Beispiel als Moderator, dass ich eine Schutzfunktion Ihnen gegenüber habe. Wenn Sie dort jemand beleidigt, Ihnen gegenüber einen Rufmord versucht und so weiter, dann greife ich sofort ein und verlange sofort eine ganz deutliche Entschuldigung für dieses Fehlverhalten
Oder bei uns auch möglich ist ja auch die Möglichkeit, dass man dann gleich in eine Konfliktarbeit geht und quasi insofern wechselt. Oder eben auch, wenn diese Entschuldigung nicht umfassend und wirklich deutlich genug ausfällt, dann sozusagen, und ich werde dieser Person dann auch sagen, dass das eine Handlung ist, die in der Nähe von Straftaten und Verbrechen liegt, ja, jemanden zu beleidigen oder einen Rufmord zu versuchen oder ähnliche Dinge. Üble Nachrede oder was es da auch immer an verbalen Straftaten oder sonstigen Dingen gibt. Und ja, und das ist doch selbstverständlich unter anständigen Menschen, ne? Aber das kann er nicht. Und das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, bloß keine Nähe. Er kann, wenn er will, in unsere Veranstaltungen kommen, wo ich dafür sorge und wo ich eben die Menschen, die sich uns anvertrauen, schütze vor verbalen Straftaten und ähnlichen Dingen. Ne? Aber jetzt lese ich mal vor, was ich so zum Abschied aus seinen Bereichen geschrieben habe. Schluck Wasser. Hiermit beende ich die Kontakte zur Schenkerbewegung, weil ich sie als schädliches Projekt einstufen musste. Trotzdem die Schaffung eines freien Argumenteraums Weltspitze ist. Also bis zu dem Punkt ist er ja dann mit uns im Konsens, weil wir ja mit unserer Popper-Talk-Idee praktisch genau die gleiche Idee haben. Und er uns nochmal quasi geholfen hat, uns daran zu erinnern, wie sehr wir das auch nach vorne schieben müssen mit den Popper Talks, was für uns zwar immer eine Selbstverständlichkeit war, aber er hat uns nochmal wirklich geholfen, uns klar zu sein, dass wir wirklich einladen müssen ständig und dass jeder echte Wissenschaftler immer da sofort dazu einladen muss. Sagen Sie uns, wo Sie denken, dass wir uns irren. Ne? Und nur so könnte die Gesellschaft weiterkommen. Möglicherweise kommt sie ja gar nicht weiter. Das wissen wir ja, dass eben die Menschheit wahrscheinlich in einem unaufhaltsamen Prozess sich befindet, des immer unglücklicher Werdens, unaufhaltsam. Weil es nicht mehr genügend vernünftige Menschen gibt, um einen Kurswechsel einzuleiten mit der Gemeinwohl-Ökonomie-Gemeinwohl-Wirtschaftsordnungskombination, GWÖGWO-Kombi, oder auch mit Kommunen, die von der Struktur her das schädliche Verhalten, das ja die Welt ruiniert, unterbinden würden. Ne? So, also soweit gut. Und jetzt, öff, öff. Ist von den vorteilbringenden Irrtümern, VIs, der ersparten innere Sicherheit, mehr Vorteile durch Förderung von mehr Verbrechen, also das muss ich vielleicht erklären, die sparten innere Sicherheit, Polizei bis Verfassungsschutz, Gefängnis und was weiß ich alles, Richter, irgendwann hat ganz früh in der Evolution dieser Sparten innere Sicherheit, mag es 10 Polizisten gegeben haben. Und einer von denen zum Beispiel entwickelte den Irrtum, sozusagen, ja, wir müssen die ganze Welt denken in Kategorien von Verbrechern und überall, wenn irgendwo was Schlechtes geschieht, dann steckt da ein Verbrecher dahinter, eine Verschwörung, irgendetwas Kriminelles und so weiter. Ne? Und dieser Irrtum führt natürlich dazu, in den Köpfen seiner Zuhörer und der Zuhörer seiner Märchenerzähler, führt natürlich dazu, Schluck Wasser, dass
dass die Zuhörer jetzt auch anfangen und davon ausgehen, dass hinter jedem Schlechten, was im Kapitalismus geschieht, auch angeblich ein böser Mensch, eine Verschwörung, ein Verbrechertum stecken würde. Zu was führt das? Das führt dazu, dass immer mehr Menschen, andere Menschen, ohne Geständnis und ohne Beweise und vor allem ohne Gerichtsurteile, als Verbrecher und Verschwörer verleumden, diffamieren und so weiter, Rufmord begehen und alles Mögliche. Dadurch wird dann die Polizei gerufen und muss sich darum kümmern und der Staatsanwaltschaft zuarbeiten und so weiter. Und dann kommt der ganze Apparat wieder gewinnbringend und karrierefördernd. Dazu muss dann der ganze Apparat ausgebaut werden, wenn das millionenfach geschieht, wird überall das Personal aufgesteckt, stockt, überall kann ich Vorgesetzter neuer Mitarbeiter werden und so weiter. Und in dem Sinne wird also derjenige, der diese Idee vom überall sind alles Verschwörer und Verbrecher verbreitet hat, der wird automatisch viel erfolgreicher werden als andere Polizistenleiter oder Polizeileiter. Und dadurch kommt es dann dazu, dass von diesen Szenen sozusagen der eine, dass die gesamte Polizeiwelt übernimmt sozusagen und die ganze Polizeiwelt leitet mit seinem vorteilbringenden Irrtum. Und dadurch kommt es eben dazu, dass am Ende zum Beispiel bei den Demonstrationen jemand einen Galgen dabei hat, wo Frau Merkel dranhängt, was dann signalisiert, ja, das sei eine Verbrecherin, die bewusst irgendwie der Bevölkerung schaden würde, aufgrund einer Verschwörung irgendwelcher bösen, dunklen Mächte. Und da also quasi, ja, und so jemand, der mit dem Galgen, der wird dann von der Polizei gesucht und so weiter. Und dann hat sie, das sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Also vieles an vorteilbringenden Irrtümern kann man mit dem Wort ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, zusammenfassen. Ja, und von diesen ist er auch, dieser Öff-Öff, eben auch infiziert von diesen vorteilbringenden Irrtümern. Und der Kreislauf ist also noch einmal gesagt, der Irrtum entsteht, der Irrtum wird in die Gesellschaft rausgepumpt. Das Verhalten der Menschen ändert sich in Richtung verbaler Straftaten. Und dann wirkt das als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Sparten innere Sicherheit. Und dann macht man Karriere als Vorgesetzter, kriegt vielleicht auch ein bisschen mehr Geld und so weiter. Und so ist der Kreislauf der Sparten innere Sicherheit. Und die Bevölkerung selbst wird zu Lobbyisten wider Willen. Das heißt, sie sprüht diese vorteilbringenden Irrtümer immer weiter aus, sodass wir jetzt eine ganze Gesellschaft der Verschwörungstheoretiker haben, die eben überall Verbrecher wittern, wo höchstens sich irrende Menschen sind, die ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer, ihre eigenen Sparten glauben. Ja, Schluck Wasser. Und da ist eben das Problem, und jetzt lese ich diesen Satz nochmal vor. Öff-Öff, also der Waldschrat, ist von den vorteilbringenden Irrtümern, VIs, der Sparten innere Sicherheit, mehr Vorteile durch Förderung von mehr Verbrechen, vollständig durchmanipuliert zu deren Lobbyisten wider Willen LBW. Ne? Jetzt haben wir diese eine Seite dieses Textes. Und jetzt der Extremisten. Ja, wieso können auch Extremisten, also Öff-Öff ist von den vorteilbringenden Irrtümern VIs,
der Extremisten größere Chancen, Stalins und Hitlers zu werden durch Volkszorn und Putsch. Extremisten, also zum Beispiel, Sie müssen sich klar sein, dass so eine Partei wie AfD nur mit Millionengeldern, also als Investition hochgezogen werden konnte. Und das sind also Leute, die vielleicht viel Geld investieren, weil sie viel Geld haben, um eine Chance zu haben, entweder ein neuer Stalin oder ein neuer Hitler zu werden. Das ist, also gilt für Linksextremisten wie für Rechtsextremisten. Ja. Und da müssen Sie sich so klar machen, wenn das also eine Investition ist, dann ist es auch eine Sparte in gewisser Weise. Ja. Und wenn dann dort die eben auch wieder die Idee, alles, was schlecht läuft in der Gesellschaft, da stecken das ist kein Systemfehler, das ist kein Systemfehler des Kapitalismus, sondern da stecken immer nur, das System ist in Ordnung, aber da stecken Verschwörer dahinter, Verbrecher, böse Lumpen, Teufel und alles Mögliche und Reptiloiden und alles Mögliche, ja. Und die verbreiten diese Irrtümer, diese infizieren die gesamte Gesellschaft. Dadurch steigt der Volkszorn, hier haben wir ihn, den Volkszorn und die Bereitschaft zu einem Putsch. Ja, so wie ihn jetzt in winzigster Form schon mal die Reichsbürger versucht hatten. Aber auch Hitler hatte am Anfang einen harmlosen Putsch und erst später wurde es dann ernst, ne? Und genauso könnte man sagen, naja gut. Versucht also diese Sparte der Extremisten letztendlich über Volkszornschürung durch Verschwörungstheorien eine Putschwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und am Ende dessen können sie sich dann bereichern, indem sie als Stalins, Honeckers oder Hitlers wieder sozusagen die Macht und das Geld bekommen. Ne? Und das ist dann der Kreislauf dieser vorteilbringenden Irrtümer. Ja, und so lese ich diesen Satz nochmal vor. Wasser. Ja, dieser Satz nochmal. Öff, öff, der Waldschrat, der prominente Waldschrat, ist von den vorteilbringenden Irrtümern VIs der Sparten innere Sicherheit, mehr Vorteile durch Förderung von mehr Verbrechen und der Extremisten größere Chancen, Stalins und Hitlers zu werden durch Volkszorn und Putsch und anderen Sparten völlig durchmanipuliert, zu deren Lobbyisten wider Willen LBB. Ja, also ihm ist gar nicht bewusst, dass er quasi nur damit die Dienstmagd und der Erfüllungsgehilfe und Mithelfer von Extremisten und den Sparten innere Sicherheit wurde. Ja, da nutzt halt auch der ganze offene Argumenteraum im Sinne von unseren Popper-Talks nichts, wenn jemand dann einfach vollständig durchmanipuliert ist und wie ein Zeuge Jehovas völlig resistent gegen jegliche naturwissenschaftlichen oder wissenschaftlichen Überlegungen und so weiter ist, dann wird es halt trotzdem schwierig, ne? Und so weiter. Er wirkt so nicht bewusst, also das ist ja das neue Wort. Wir wissen ja heute, dass die Worte unbewusst, Unterbewusstsein, Verdrängung, alles Dinge sind, die nie existiert haben, die es nie gegeben hat, sondern die ein Geschäftsmodell darstellen. Da geht es um Vorteil, handelt sich um vorteilbringende Irrtümer, mit denen zum Beispiel Sigmund Freud sein Geschäft angekurbelt hat und betrieben hat. Ne? Und Unterbewusstsein, das positive Denken und so weiter.
Es gibt nur ein Wort, nicht bewusst und bewusst. Alles andere ist psychobiologisch vorteilbringender Irrtum. Sobald jemand sagt unbewusst oder Verdrängung oder Unterbewusstsein oder unterbewusst, dann wissen Sie, dass es sich um einen Manipulator handelt, also wieder einen, der Sie ohne dass es ihm, also der nicht bewusst Sie abzockt. Ja? Also bleiben wir bei bewusst und nicht bewusst. Er wirkt so nicht bewusst durch seine Verschwörungstheorien. Er wählt so Worte wie Diktatur, Mafia, Verbrecher da oben, Revolution, siehe Presseberichte und so weiter. Mit an der Förderung von Volkszorn und Putschbereitschaft und eben Verbrechen durch sein Opfersein der Sparten innere Sicherheit. Ja? Und jetzt kommt der Punkt, weswegen es dazu kam, dass ich mich aus seinem Umfeld entfernen musste und höchstens ihn als Gast in unseren Veranstaltungen akzeptieren würde, weil ich dort die Schutzfunktion übernehmen würde, die er nicht übernehmen kann. Ich lese mal vor. Er ist letztendlich ein Mensch, ja, dieser Mensch hat so starke psychopathische Züge, also Empathiemangel, Gefühlskälte und so weiter und Mitgefühlsmangel, dass wenn jetzt also bei ihm in seinem Bereich, bei den Leuten, die sich ihm in seinen Chats und Foren anvertrauen, wenn jetzt da vier Schüler, eine Schülerin in den Selbstmord hinein cybermobben würden, dann würde er achselzuckend zuschauen und sagen, geht mich doch nichts an. Ja, und ein Mensch mit solchen emotionalen Mängeln, da kann man nicht dabei sein. Ja, das geht nicht. Da muss man, wenn er bei uns zu Gast ist, dann spielt ja seine Gefühlskälte und seine Psychopathie keine Rolle. Aber wenn man sich ihm nähert, ist das gefährlich halt, ne? Weil er einen nicht schützen würde. Und Sie wissen, wie das im Internet mit Foren und Chats ist. Der Einzige, der einen schützen kann, ist der Inhaber dieser Seiten. Wenn der gefühlskalt ist und mitleidslos ist und auch gar nicht mitfühlen kann, also gar nicht spüren kann, was andere Menschen erleiden, was diese Schülerin erleidet, währenddessen diese vier Schüler sie in den Selbstmord hinein cybermobben, wenn er da gar nicht fühlen kann, dass seelische Verletzungen oft sogar schmerzhafter sein können als körperliche Verletzungen, dann ist bei solch einem Psychopathen sollte man also die Annäherung unterlassen. So, dann lese ich mal vor. Sobald sich ihm Menschen anvertrauen, praktiziert er Täterschutz vor Opferschutz, auch im Sinne wieder der Sparten innere Sicherheit, und ermutigt so Täter. Aufgrund der Liebe zu den Tätern fehlt ihm die Empathie für die Verletzungen, die Täter auch hier Opfern zufügen, also auch hier in seinen Chats und Foren, ne, zufügen. Und er ist nicht in der Lage, seine Verantwortung zum Schützen der Opfer wahrzunehmen. Jetzt nochmal ganz. Sobald sich ihm Menschen anvertrauen, praktiziert er Täterschutz vor Opferschutz und ermutigt so Täter. Aufgrund der Liebe zu den Tätern fehlt ihm die Empathie für die Verletzungen, die Täter auch hier den Opfern zufügen, und er ist nicht in der Lage, seine Verantwortung zum Schützen der Opfer wahrzunehmen. Das ist schon deswegen so paradox, weil er ständig von Verantwortung redet, aber das ist eben wieder so der alte Reden,
sozusagen Wasser predigen, Wein trinken und so weiter, ja, Schluck Wasser. Damit ist Öffi, der Waldschrat, nicht in der Lage, funktionierende Kommunen überhaupt supervidieren und durch Mediation begleiten zu können, weil ihm das Verantwortungsgefühl und die Empathie für Verletzungen zwischen Menschen und seine Verantwortung zum Schützen von Opfern leider völlig fehlt. Er wehrt sich mit allen Kräften gegen echte wissenschaftliche Erkenntnisse und ist starr fixiert auf ein pseudowissenschaftliches, geisteswissenschaftlich-esoterisches Weltbild mit Pseudophysik und Missbrauch des Post-Conventional Levels nach Lawrence Kohlberg. Letztlich sollen sich seine Leute selbst aufopfern bis zum Tode. Und vielleicht kommt hier auch das Psychopathische auch mit her, zusätzlich vielleicht zu genetischen Faktoren, zusätzlich her. Denn die Menschen sollen ja bei ihm lernen, den Schmerz des Todes und und so weiter, alles zu ignorieren und nur Geist zu sein, der quasi nur das Sinnvolle tut, um sich für andere aufzuopfern und so weiter. Und dabei sozusagen eigene Schmerzen zu ignorieren, eigene seelische Schmerzen zu ignorieren, alles zu ignorieren, was also den eigenen Körper anbetrifft, die eigene DNS, die eigene Biologie anbetrifft und die eigenen Emotionen und einfach als Geist völlig ja, ignorierend jeden Schmerz, das vermeintlich Sinnvolle zu tun. Ich lese nochmal vor. Letztlich sollen sich seine Leute selbst aufopfern bis zum Tode, um andere oder anderes zu retten und dabei ihre gesunden Glücksbedürfnisse vernachlässigen. Und eben noch viel mehr. Das betonfeste Vorhandensein von vorteilbringenden Irrtümern, VIs, würde zwar eigentlich viele Mitmachende mit ähnlichen VIs anlocken, aber die Ideologie der Selbstaufopferung als vermeintlich höchstes Glück stößt offensichtlich fast alle nachhaltig ab, sodass es sich nur um ein bedeutungsloses, winziges Häuflein handelt, ohne jede Chance auf funktionierende Kommunen als Weltrettungsweg. Ja, da muss ich vielleicht nur eins nochmal erläutern, dass er eben, je mehr vorteilbringende Irrtümer, desto mehr Mitmachende. Also wenn ich jetzt einfach die vorteilbringenden Irrtümer, die bei den Zeugen Jehovas üblich sind, nachplappern würde, hätte ich sofort auf der Welt 6 Millionen Freunde. Ne? Also je mehr Irrtümer, im Kapitalismus ist es so, je mehr Irrtümer sie im Kopf haben, desto größer die Wahrscheinlichkeit, Freunde zu gewinnen. Und je weniger Irrtum im Kopf, desto mehr Leute haben sie, die sagen, oh, der spinnt doch, weil sie müssen sich immer klar sein, jeder, der einen vorteilbringenden Irrtum im Kopf hat, hat ihn ja nur deswegen im Kopf, weil er ihn für Wahrheit hält, sonst hätte er ihn ja gar nicht im Kopf, sondern rausgeschmissen. Ja? Und so haben wir das Phänomen, dass also immer die sich Irrenden, die sich weniger Irrenden bekämpfen und ablehnen und so weiter, ja, oder verfolgen und so weiter. Ja. Ja, und dann lese ich doch mal weiter hier. Möglicherweise liegt bei ihm ein womöglich genetisch geringerer Sexualanteil vor, weswegen er das höchste Menschenglück in stundenlangen Gesprächen über die richtigen Strategien der Selbstaufopferung und Selbstvergessenheit sieht.
und so weiter, um das vermeintlich Sinnvolle zu tun, ja. Was dann aber auch eher wieder, ja, letztendlich schädlich wäre, weil er da natürlich auch wieder von Irrtümern gebeutelt ist, ne? Die einzig sinnvollen Wege, neue Wirtschaftssysteme, also unsere Gemeinwohlökonomie-Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, GWÖ-GWO-Kombi, die Gutes tun, belohnen und Schädliches abstrafen und so eine Weltheilung einleiten, und Kommuneformen, in denen Schädliches per Struktur unmöglich ist, bei viel Lebenslust, unterstützt er nicht nennenswert, sondern findet etliches davon sehr gut, aber unterstützt er nicht nennenswert, sondern setzt auf asketische Selbstaufopferung seiner Leute und gehört somit zu den Bremsern der Weltheilung. Ja, abschließend, egal ob es sich dabei um wirklich Psychopathie handelt oder um aufgrund der Liebe zu den Tätern mehr als zu den Opfern, um sozusagen ein Mangel an Mitgefühl mit Opfern handelt und an Empathie und so weiter. Egal wie es ist, in die Nähe eines solchen Menschen und in sein Haus quasi, in seine Häuser, egal ob Internethäuser oder reale Häuser, darf man nicht gehen, weil man dann schutzlos der Tatsache ausgeliefert ist, wenn dort ein Verbrecher ist, dann wird er einen nicht schützen, weil er genau diesen Mitgefühlsmangel hat. Und von daher also der Punkt, man kann ihn zu sich lassen, wenn man selber diese Schutzfunktion übernimmt und Verantwortung für seine Gäste nimmt, also wer in unser Haus kommt, wird geschützt, wer in sein Haus kommt, bleibt schutzlos und kann Opfer von Straftaten aller Art werden, und davon kann man nur abraten. Ja, so viel für diese kleine Sendung heute. Demnächst kommt dann auch, was ich Ihnen schon versprochen habe, wahrscheinlich. Wir hatten ja letztens zugelassen, dass eine Dame ihr abstruses politisches Konzept vorgestellt hat, ihre Verschlimmbesserungskonzept, und darauf werde ich wahrscheinlich in der nächsten Sendung eingehen, dass ich deutlich mache, wie hunderte solcher Verschlimmbesserungskonzepte Deutschland ruinieren würden, weswegen ich ja auch sage, eigentlich ist alles, was es im alternativen Bereich gibt, sozusagen nur angelegt auf Verschlimmbesserung, weil es sich dabei um Infektionen durch vorteilbringende Irrtümer bestimmter Sparten handelt, die vom Niedergang Deutschlands profitieren können, so wie ja auch die Sparten innere Sicherheit vom Niedergang Deutschlands leben, nämlich von der Zunahme von Verbrechen und so weiter und ja, letztendlich von Putschversuchen und ähnlichen Dingen. All diese Sparten, die vom Niedergang leben, die Gesundheitssparten, die Pharmasparten, ja, je kränker die Bevölkerung, desto mehr Profit und so weiter. Die muss man besonders im Kapitalismus im Auge haben, weil die eben genauso gefährlich sind wie zum Beispiel die Nahrungssparten, die davon profitieren, wenn die ganze Gesellschaft esssüchtig wird nach giftigen und krankmachenden Pseudonahrungsmitteln, ne, und so weiter. Naja, aber dann das erst kommt im nächsten Mal. So viel für heute, zu dieser Situation. Tschüssi, bis bald.